Du. Okay. Warum ist er gerade explodiert? Betäubt, vergiftet und wutentbrannt. Das ist kein sehr schöner Status. Du gehst einen Schritt nach hinten. Und schießt mit dem Raketenwerfer auf ihn. Und du versuchst ihn erneut zu verdäuben. Triff, bitte. Piu. So. Chefchen müsste eigentlich gleich wieder aktiv sein. Okay, sehr gut. Dann können wir die Plasmakanone ausprobieren. Oder was auch immer das genau ist. Genau du, Ovitch, geh mal weg da. Und stell dich hinter den. Du, Plasma. 31 Schaden. Und braucht 3 Runden zum Aufladen. Okay, du dahin. Du hast keine Patronen mehr zum Betäuben. Den jagst. 16. Aber wir sind gleich bei 50%. Ist okay. Du hältst weiter im Raketenwerfer drauf. Das geht verbessert. Klick. So, er ist nicht mehr betäubt, aber der Chef müsste noch Betäubungsdinger haben, ne? Ja, 5 Schuss. Ne, 4 Schuss. Also, das hätten sie beim Endkampf echt nicht machen müssen. Dass wir jetzt einfach Betäubungssachen spammen können, denn ist gut. Also klar, ich muss es nicht machen. Aber, Ah. 194. Was haben wir denn noch Schönes? Nehmen wir noch mal einen Napalmwerfer. Dann nimmst du die Axt. Und du den Raketenwerfer. Oh, und wir können nächste Runde auch noch so eine Giftgasgranate benutzen. Dann brennt er und keucht und wird geaxt. Jo. So. Du. Tränengasgranate. Flying. Ach, Giftschutz hat er. Naja. Oh Mist, wir haben vergessen, ihn zu betäuben. Ja, egal. Dann macht er uns jetzt eine Runde mal Schaden. Das ist völlig okay. 53. Du hast jetzt eine Runde, um uns alle drei zu töten. Wenn du das nicht schaffen solltest... Er hat irgendwas von Ovitch gemacht, was zensiert wurde. Was? Wo kam gerade das Maschinengewehrfeuer her? Egal, Ovitch ist betäubt. Er hat das ganze andere Zeug nicht abbekommen, was Chef abbekommen hat. Okay. Kaputt. Nee. Jetzt aber kaputt. Womit töten wir mal den Endboss? Wie viele Lebenspunkte hast du? 7. Baseballschläger. Oder wir töten nichts, weil ich die Luft gehauen habe. Das ist natürlich auch nicht so gut. Splotch. Keiner hat den Boss getötet. Soldaten, bitte lassen Sie mich und Captain Sullivan alleine. Ovitch, Trantin. Was kommt jetzt? Abmarsch! Sie hätten mich nicht aufhalten sollen. Nicht, dass es eine Rolle spielt. Es gibt andere, aber die haben nicht meine Willensstärke, mein Junge. Welche anderen? Wenn es hart auf hart kommt, haben die nicht die Nerven. Die verstehen die Konsequenzen nicht. Anders als Sie. Sie wissen davon. Hören Sie genau zu. Nur wenige Leute wissen das, was ich Ihnen jetzt erzählen werde. 1989 entdeckte einer unserer Jungs, ein Wissenschaftler namens Dexter. Dexter. Dexter entdeckte,
dass alle Menschen anscheinend ein besonderes, rezessives Gen haben, das sich auf unsere Körper sehr zerstörerisch auswirken kann. Jeder Mensch wird mit diesem Gen geboren. Und wenn das Dexter-Gen aktiviert wird, stirbt er. Früher oder später. Es gibt eine Theorie, wonach das Gen die ganze Menschheitsgeschichte über existiert hat, aber aus irgendeinem Grund inaktiv war. Erst in letzter Zeit muss es aktiv geworden sein. Der Grund dafür ist unbekannt. Jedes Jahr gibt es mehr Opfer. Ein Wunder, dass es uns gelungen ist, die Existenz des Gens so lange zu vertuschen. Aber die Zeit ist gegen uns. Vielleicht noch eine Generation. Dann ist die Menschheit verloren, mein Junge. Sagten Sie die ganze Menschheit? Das ist unglaublich. Wie konnte das passieren? Das wissen wir nicht. Noch nicht. Eines muss ich Sie noch fragen. Welche Rolle spielen die Russen in dieser Geschichte? Vor einiger Zeit hat unser Geheimdienst herausgefunden, dass die Russen heimlich Experimente in hyperdimensionaler Physik machten. Ihr brillantester Wissenschaftler Morozov hat ein Teleportationsgerät entwickelt, wenn auch nur auf dem Papier. Die Russen hatten Ideen, aber kein Geld. Wir beschlossen, ihnen zu helfen. Jetzt werden Sie sicher wissen wollen, warum. Die Antwort lautet, weil wir glaubten, die Teleportationstechnologie würde uns helfen, das Dexter-Gen auszurotten. Wir wollten es einfach aus der menschlichen DNA heraus teleportieren. Und nach Monaten der Zusammenarbeit mit den Amerikanern gelang es Morozov schließlich, die Technologie nutzbar zu machen. Aber danach weigerten sich die Russen plötzlich, uns das Gerät zugänglich zu machen. Und Morozov verschwand. General Kozov, der Projektkoordinator auf russischer Seite, wollte mit dem Teleporter wohl eine schnelle Mark machen. Er dachte, er könnte ihn dem Irak verkaufen oder uns oder irgendwem mit einer Menge Geld eben. Der Typ, den Sie gerade umgebracht haben, dieser Wassili Dubrovsky, ist eigentlich Morozovs jüngerer Bruder Wladimir. Er hat von Anfang an für Kozov gearbeitet. Kozov hat Gorki 17, die Stadt, in der sich das Labor befand, abgeriegelt. Dann begann Wladimir, die Technologie seines Bruders zu testen und Menschen zu mutieren. Nach nur wenigen Tagen geriet alles außer Kontrolle. Kozov entschied dann, die ganze Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Er wollte, dass seine russischen Vorgesetzten glauben, die Technologie sei zerstört. Verstehe. Aber das war sie nicht. Genau. Kozov und Wladimir Morozov beschlossen, ein neues Labor aufzubauen. Hier. Dann bekam Wladimir jedoch kalte Füße, weil er befürchtete, Kozov würde ihn umbringen, sobald die Arbeit erledigt war. Die Opfer seiner Experimente waren ihm egal. Es war nicht sein schlechtes Gewissen, das ihn zu diesem Schritt trieb. Ich bin überrascht, dass Sie nicht gemerkt haben, dass Wladimir sie nur benutzt hat. Er sagte, er wolle die Stadt retten. Was ist, wenn das die Wahrheit war? Lachhaft. Wir haben Group One und später dann sie geschickt, um das Labor zu finden. Und ja, wir haben entschieden, dass wir keine andere Wahl hätten, als sie zu töten, wenn sie es erst gefunden hätten. Stellen Sie sich nur vor, die Informationen über das Dexter-Gen würden bekannt. Es würde eine Panik ausbrechen. Das würde alle unsere Pläne durchkreuzen. So viele Menschen haben für dieses Labor ihr Leben gelassen. Warum? War es das wert? Sie werden noch verstehen. Ich sterbe. Aber es gibt noch eine Chance. In dem Labor gibt es einen Gegenstand, der uns alle retten kann. Den hat Kozov gesucht. Den habe ich auch gesucht. Und Wladimir ebenfalls. Sie müssen ihn finden. Ich hoffe, Sie werden wissen, was zu tun ist, wenn Sie ihn sehen. Bitte, glauben Sie mir. Sie sind unsere letzte Hoffnung. General, angenommen, ich glaube Ihnen. Wer weiß sonst noch davon? Bitte gehen Sie. Beeilung. Bald werden andere kommen. Ich bin jetzt nicht mehr wichtig. Im Labor gibt es einen geheimen Raum. Sie müssen ihn finden.
Bitte. Ich habe ein ziemlich mieses Gefühl bei der Sache. Ja, doch. Okay. Also es ist teilweise ziemlich abgefahren gewesen. Also ich meine, es ist das Ende. Das Spiel allgemein natürlich auch mit den verschiedenen Monstern und doch recht komischen Konzepten für die Monster. Vom Game Balancing ganz abgesehen. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Nein, das meine ich alles gar nicht. Ich meine das Ende jetzt. Und diese Enthüllung aller und wer wem im Rücken gefallen ist und warum und... es wirkte ein wenig komisch. Aber es wurde ja aufgeklärt. Also es gibt anscheinend eine Verschwörung, um das geheim zu halten mit dem Dexter-Gen und deswegen sollte auch Gugbron getötet werden. Was ich aber nicht verstehe. Weil wenn denn Group 3 losgeschickt wird, uns zu töten und danach das Labor zu sichern, dann muss doch Group 3 wieder getötet werden. Und dann wird Group 4 losgeschickt, um Group 3 zu töten und... ja. Oder es kommen halt nur die wichtigen Leute rein. Das war höchstwahrscheinlich sogar der Plan gewesen. Also eigentlich sollten wir getötet werden, dann hätte Group 3 vor dem Labor gewartet, hätte auf keinen Fall reingeguckt. Und das hätten wir genauso gut machen können. Wir hätten auch davor stehen können und nichts machen. Aber nein, wir müssen die verdammten Helden sein. Das ist für mich, glaube ich, mit eins der größeren Plotholes. Warum haben sie uns nicht einfach da stehen lassen, vor dem Labor, und dann hätte der Chef reingehen können und machen, was er wollte. Aber nein, das musste Group 3 machen, statt Group 2. Wobei Group 3 genauso viel weiß wie wir. Wir wussten ja nicht, was genau im Labor drin ist. Es gab nur Anhaltspunkte. Es gab, das Dexter-Gen tauchte eben gerade in den letzten 5 Minuten zum ersten Mal auf. Davon wussten wir gar nichts. Komisch. Naja, also es war ein paar Plotholes drin, fand ich, aber es war trotzdem sehr unterhaltsam. Es war ein sehr coole, das Monster-Design war sehr abgefahren. Man hatte dazwischendurch was zu schmunzeln drin und Ovitch war lustig. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt zu spielen. Was ich mir halt gewünscht hätte, wäre, wenn es ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen ernster wäre. Also halt die Pepsi-Jungs da zum Beispiel, die waren ein bisschen übertrieben und solche Sachen. Und dass halt nicht dieses... ja, im einen Moment sind total alle super panisch und wir werden alle sterben. Und 5 Minuten später sind sie total locker drauf und reißen irgendwelche Witze über die Dämonen. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja. Nächster Kritikpunkt wäre halt das Balancing. Also, ich habe recht viel falsch gemacht, in Anführungszeichen. Ich hätte wesentlich mehr besser machen können. Zum Beispiel den Safe am Anfang knacken und den Typen nicht sich selbst in die Luft jagen lassen und den dann mitnehmen und bei den NPCs vorher die Sachen rausnehmen und so weiter. Und trotz der ganzen Fehler bin ich super leicht durchgerusht. Also vor allem, weil auch recht wichtige Bossfights bestimmte Resistenzen gar nicht mehr hatten. Also der Endboss jetzt zum Beispiel, da wäre ich davon ausgegangen, dass er Schutz gegen alles hat. Und dann 500 Leben. Ich musste mich nicht einmal heilen. Und man kriegt tierisch viel Betäubungszeug und so. Also, ja, das hätten sie ruhig noch nacheditieren können. Aber trotzdem, cooles Spiel, kann man nichts sagen. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so ein bisschen Lust auf Incubation bekommen. Nach dem Spiel hiervon. Muss ich mal gucken. Also gut, wir sehen uns dann bald wieder. Bye, bye.